Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tatsachenschnack hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und möchte als erstes einmal Danke sagen, dass ihr bisher ein Jahr lang mir gegenüber die Treue gehalten habt und immer da gewesen seid. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm und es freut mich, euch mit meinen Videos zu erfreuen und deswegen wollte ich mal ein kleines Update jetzt im neuen Jahr geben und ja, wie ihr vielleicht auch bemerkt habt, gibt es auf allen meinen Social Medias sowie auch hier auf YouTube einen neuen Namen und ein neues Profilbild, einen neuen Kanalbanner etc. pp. Und wie ihr gesehen habt, auch ein neues Intro und es wird auch eine neue Endcard geben und. Ganz viele Neuerungen. Und zwar heißt dieser Kanal und alles andere mittlerweile Kite. So wie ich. Also mein ganz normaler Name. Das hat mehrere Hintergründe und das werde ich euch auch auf jeden Fall, während ich hier gerade mein Interface meines Charakters einstelle, erzählen. Und zwar ist es einfach so, dass, vieles sich verändert hat und das ist nicht nur dieser New Year, New Me Bullshit, sondern tatsächlich viele Sachen, die sich einfach verändert haben innerhalb meines Lebens in den letzten, ich sag mal, 2 Jahren tatsächlich. Ich fange einfach mal so im Groben an. Ich habe hier auch meinen kleinen Spickzettel, auf den ich einfach runtergucken kann und den ich dann immer mal wieder nutzen werde. Und zwar ist es so, dass YouTube macht mir nach wie vor Spaß, genau, das wollte ich sagen. Also definitiv macht YouTube mir weiterhin sehr viel Spaß. Ich werde aber, ja, ich sag mal so, etwas ändern wollen. Also, YouTube ist immerhin immer noch das, was mir super viel Spaß macht, aber ich möchte YouTube gerne etwas umgestalten. Also meinen Kanal, nicht YouTube selber, so viel Macht habe ich dann doch nicht. Was wird sich ändern? Im Grunde ist es nicht viel, was sich ändern wird. Was sich ändern wird, definitiv, ist ein wenig der Inhalt meines Kanals, denn ich bin einfach nicht mehr der ich war, als ich hier angefangen habe. So wie jeder Mensch sich im Laufe seines Lebens verändert, habe auch ich mich verändert und das ist auch gut so. Ich habe in meinem ganzen Leben lange an Depressionen gelitten und habe deswegen auch Therapie etc. alles hinter mir. Und das ist so eine Sache, die natürlich schweren Einfluss auf einen nimmt. Und ich werde jetzt auch demnächst wieder für 3 Monate eine Therapie machen müssen. Ich hatte ja auch eine Reha angefangen, um einen neuen Beruf zu lernen. Das hat leider so nicht geklappt, wie es klappen sollte. Das werde ich in diesem Jahr einfach neu anfangen. Das soll hier kein Jammervideo werden, irgendwie, ich habe einen Nervenzusammenbruch, bla bla. Nee, es ist einfach nur so, ich wollte euch einfach mal darüber informieren, was ich zu ändern gedenke und was dazu geführt hat. Es ist auch definitiv so, dass das natürlich alles nicht spurlos an einem vorbeigeht, ganz klar. Und ich werde auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, was ich alles so machen will. Ich möchte einfach in meinem Leben diese ganze Negativität raushaben. Negativität war immer eine Sache, die natürlich sehr viel in meinem Leben mit mir gemacht hat. Ich möchte eigentlich nicht, dass mein Leben von Negativität bestimmt wird. Ich möchte gerne dass mein Leben positiver läuft, dass ich auch tatsächlich selber Einfluss darauf nehme, was ich ändern kann, was für mich positiv gemacht werden kann. Und ich möchte einfach mehr Yin Yang und weniger Edgar Allan Poe. So. Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten viel erlebt, dass immer wieder irgendwie Negativität für mich gebracht hat. Und das reicht mir jetzt. Daher viele Änderungen definitiv. Ich werde, jetzt weiterhin erstmal keine Let's Plays machen. Das ist eine der Änderungen, die ich mache, denn Let's Plays haben mir tatsächlich teilweise den Spaß am Spiel genommen. Und ich möchte gerne, ich möchte zwar immer noch Let's Plays machen, aber nur, wenn die mir richtig, richtig viel Spaß machen und ich, und ich auch wirklich
Ja, ich auch richtig, richtig dabei bin, weißt du, sondern nicht nur einfach nur, ich fange ein Spiel an, das mir sehr viel Spaß macht und mache es dann weiter, weil ich muss oder weil es verlangt wird von mir, von anderen, sondern ich möchte gerne wirklich mit vollem Herzen dabei sein. Und das wird so sein, die Let's Plays, die ich mache, werden definitiv weiter World of Warcraft sein, immer wenn neue Inhalte kommen. Ich werde immer, wenn ein neuer Patch kommt, ein neues Add-on, sonst was, werde ich euch alles zeigen, was dazu gehört. Aber ich werde es nicht durchlaufen lassen, weil es einfach sonst mir und auch anderen wahrscheinlich zu langweilig wird. Destiny wird jetzt am 5.1. die letzte Folge kommen. Die letzten beiden Folgen sind etwas sehr chaotisch geworden. Mein Bruder ist spontan dazugekommen und das hat mit den Soundeinstellungen nicht so geklappt, wie ich das gerne wollte. Aber ich hatte trotzdem viel Spaß und wollte nicht einfach nochmal neu aufnehmen. Das hätte mir irgendwie die Überraschungsmomente versaut und euch wahrscheinlich auch. Ich werde, auch wenn Destiny Neuigkeiten hat, natürlich diese Sachen auch immer schön präsentieren und euch vorspielen und auch immer noch sehr viel Spaß dran haben, denn Destiny ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele geworden mittlerweile und das ist sehr schön. Man kann nie genug Lieblingsspiele haben. Und wenn ich Videos mache, dann möchte ich gerne mehr wieder mit Schnitten arbeiten und mehr... Ja, das ist ein bisschen cinematischer, ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen aufwendiger darstellen. Ich werde definitiv viel seltener Videos rausbringen. Diese werden dafür aber qualitativ hochwertiger und aufwendiger sein. Das ist jetzt kein so gutes Beispiel dafür. Aber ich werde definitiv andere Videos entsprechend gestalten. Und das erste Video nach diesem Maßstab wird demnächst rauskommen. Ich weiß den Tag noch nicht genau, aber es wird die komplette Story von A bis Z von Varrok Sauerfang sein. Und meine Lore-Videos, die ich bisher gemacht habe, werden auch bald wieder anlaufen, wenn ich das neue Buch habe. Und ich werde die Geschichte auch chronologisch weitererzählen, aber ich möchte gerne Lore-Videos machen, indem ich... von den einzelnen Personen erzähle. Ich glaube, das ist die richtige Ausdrucksweise. Und zwar möchte ich das ein bisschen anders gestalten, ein bisschen interessanter und Personen hervorheben, die interessant sind in dem Spiel und die besondere Personen in dem Spiel sind, die irgendwie Einfluss auf jemanden haben oder auf das gesamte Spielgeschehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich möchte gerne aber auch andere Sachen einfügen. Also weg von Let's Play und Lore werde ich auch definitiv Tests und Reviews machen wollen von Spielen oder Themen, die mit Spielen zu tun haben. Also es wird immer noch alles Gaming-Content bleiben, zum Großteil. Was ich ändern werde, das werdet ihr auch merken, wird definitiv ein anderer Inhalt sein. Denn ich möchte auch gerne zu dem, was ich sowieso mache, Musik hinzufügen. Ich werde definitiv auch Musik Videos produzieren wollen. Ich werde selber Musik machen. Ich habe auch Leute, mit denen ich das machen werde. Es wird zum Teil Gaming-related sein, also jedenfalls wenigstens textlich Gaming-related. Aber es wird auch anderes geben, denn ich bin neben dem, was ich zocke, auch begeisterter Musiker und das werde ich auch immer bleiben. Und auch das Intro und das Outro, was ihr gehört habt, das habe ich selber produziert, selber gemacht, die Musik. Und ich möchte gerne wieder Metal machen, wieder mich da drinne ausleben und ausdrücken können und das werde ich auch hier auf diesem Channel präsentieren. Wem das natürlich nicht gefällt, der braucht sich nicht anhören, der kann weiterhin einfach meine Gaming-Videos gucken. Das ist auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich diese Namensänderung angestrebt habe, denn ich persönlich denke, dass es Sinn macht, wenn ich einfach Musik mache, dass die hier ist. Wenn ich Musik mache, die hier ist, dass ich auch nicht einfach nur mein Künstlernamen, meinen Charakternamen nehme, sondern ich selbst. Weil genau darum geht es im Endeffekt. Ich möchte mich ja hier selber präsentieren und nicht jemand anders oder etwas anderes. Und wenn Musik kommt, dann bleibt mein Name natürlich auch hier erhalten und die Musik wird unter meinem Namen veröffentlicht. Beziehungsweise unter denen, die dann mitarbeiten. Aber deswegen, es ist ein persönlicher Channel. Ich möchte gerne mehr ich sein, weniger eine Rolle spielen. Und
deswegen das Ganze geänderte. Und ich werde definitiv Zeit da rein investieren müssen. Es wird halt nicht sofort losgehen, aber es wird Musik geben. Da freue ich mich sehr, 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 sehr viel drauf. Und ich würde super gerne streamen. Ich wurde schon öfter gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu tun. Ja, ich habe definitiv Lust, das zu tun. Gar keine Frage. Das Problem am Stream ist, ich wohne hier auf dem Dorf und mein Internet ist wirklich das schlechteste Internet, was ihr euch vorstellen könnt. Ich habe eine durchschnittliche Upload-Rate von gerade mal 1 Mbit pro Sekunde, teilweise nur bis zu 1,6 Mbit pro Sekunde und einen Download von 300 Kilobit. Also Streaming ist einfach nicht. Hier wird der Glasfaserausbau stattfinden. Das wurde schon gesagt. Das ist definitiv Sache, die passieren wird. Aber das wird noch dauern. Dann werde ich auch streamen, definitiv. Denn auf Streaming habe ich einfach richtig Bock. Aber wie gesagt, geduldet euch noch ein wenig. Und da habe ich auch mehr Bock drauf, denn YouTube macht Spaß, keine Frage. YouTube ist etwas, was ich gerne mache und auch weitermachen werde. Aber Streaming ist interaktiver, ist irgendwie, ja, da kann man mehr machen, mehr mit der Community und da habe ich tatsächlich einfach richtig Bock drauf, das irgendwie einzubauen und ja, mal gucken, wie das alles so laufen wird. Es wird auf jeden Fall so sein, dass das irgendwann mal stattfindet. Ich habe, ja, sonst auch überlegt, was kann ich noch so machen und ja, viel ist da tatsächlich nicht, was ich sonst noch machen könnte, außer Streaming und YouTube. Aber wie gesagt, die Videos werden sich ändern, die Lore-Videos werden aufwendiger werden und bezogen auf bestimmte Personen. Und was noch wichtig ist, es wird nicht nur bei Warcraft-Lore bleiben, sondern auch bei anderen Spielen. Ich habe mir da schon was rausgesucht, was ich noch machen will an Spielen, zu denen ich was machen will, die interessante Lore haben. Auf jeden Fall Dead by Daylight. Klingt vielleicht jetzt erstmal so, was soll das denn? Also warum Dead by Daylight? Weil es tatsächlich sehr, sehr, eine sehr große Lore hat und echt viel Spaß macht. Und ich glaube, das wird euch auch Spaß machen, wenn ich das, wenn ich das mal einbaue. So, so viel zu den Änderungen. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich habe so ein bisschen den Faden währenddessen verloren, was ich sagen wollte. Ich hoffe, das ist nicht so doll aufgefallen. Aber ich habe, wenn ich jetzt auf meinen kleinen Zettel gucke, alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wie gesagt, dieses New Year, New Me passt so ein bisschen, weil gerade zufällig alles in diese Neujahrszeit fällt, was sich in meinem Leben verändert und ich einfach daher, ich möchte daher einfach Neues ausprobieren, was ich schon lange geplant habe, also diese ganze YouTube-Kanal-Umstellungssache ist schon länger in Gange, die habe ich nicht erst jetzt angefangen. Also da habe ich schon lange die Planung und habe auch schon viel vorbereitet und ihr werdet sehen, alles wird neu. Für einige vielleicht besser, für andere vielleicht nicht. Aber es ist auch immer noch mein Kanal und ich möchte hier den Spaß haben und euch entsprechend diesen Spaß präsentieren, so dass ihr genauso Bock habt wie ich auf diese ganzen Sachen, die hier dann zu sehen sein werden. Und ich denke, ja, das ist auch gut so. Und alles ein bisschen mehr ich, bisschen weniger Rollenspiel sozusagen. Und nach einem Jahr YouTube ist es, glaube ich, an der Zeit, auch nochmal zu überlegen, was kann ich alles anders machen. Und es geht hier nicht um, wie werde ich berühmt, wie werde ich Fame, weil das ist nicht mein Ziel, sonst hätte ich schon mehr als 52 Abonnenten oder, ich glaube, ich habe 52, kann auch weniger sein. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Und es geht einfach darum, ich möchte mich gerne frei entfalten in meiner Persönlichkeit und dazu gehören halt diese ganzen Sachen. Andere Videos, anderen Schwerpunkt und vor allen Dingen auch Musik und mehr Vlogs und definitiv mit mehr Schnitten. Ich werde auch schauen, dass wenn ich jetzt Vlogs mache in Zukunft, dass diese definitiv etwas anders geschnitten sein werden, also mehr Facecam, so ungefähr. Aber eine andere, die nicht in 4:3, sondern in 16:9 ist. Und das werde ich irgendwie machen.
und schauen und halt auch mit Schnitten arbeiten. Und ja, es gibt da so ein paar Vorbilder, die ich mir genommen habe, die ich jetzt nicht erwähnen werde, sonst heißt es, du machst es dir nur nach. Und das wäre ein bisschen ärgerlich. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ja, viel Spaß und haut rein. Und ja, wir sehen uns dann, wenn wir uns sehen. Und jetzt viel Spaß mit meiner Endcard. Gehabt euch wohl, haut rein. Tschüss.